So. Ich denke mal, es wird der letzte Part für diese Aufnahmesession. Es ist mich schon 22:11 Uhr. Und irgendwann werde ich müde und ich möchte nicht unbedingt immer müde aufnehmen. Wenn ich es doch vermeiden kann. Verdammt, ich will die Viecher mal beklauen. Ups. Das war schwach. Nochmal. Mann. Okay, Notfallplan. Luna Destruction Mode. Oder sehen wir den K.O. gegangenen Kimari rennen. Der normalerweise tot am Boden liegen müsste. Interessant. Okay, das Gerät eigentlich außer Kontrolle hier, Leute. Dafür werdet ihr vernichtet. Und Heat Expander hat definitiv Bahamut in sich. Joa. Hey, Schokobo, komm mal her. Okay, macht mir nichts. Außer da macht ein bisschen macht oder wie auch immer der Ton klang. Naja. Warte mal, hab ich die gerade alle geheilt oder waren die so schon fett? Hm. Naja, wie auch immer. Gut. Die Speereinheit mache ich mal lieber platt. Die hat mich nämlich ziemlich überrascht. So, Lulu. Ich überlasse die mal diesen Blob. Guck, ob es reicht. Pudding. Okay. Die Marito enttäuscht mich gerade gewaltig. Okay, dieses Mistvieh. Erledige ich mal lieber. Feuer. Toasty. Dragonik. Habe ich das gegen ihn schon gemacht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er nichts. So, erledigt. Ja gut, da hinten ist was zum Speichern. Ja. Leute. Ich würde es begrüßen, wenn ihr euch mal verpisst. Das hier möchte ich mal einsetzen, damit ich vielleicht mal eine neue Fähigkeit lerne. Bautz. Riku, dein Job. Nimm das hier ganz auseinander. Finde ich cool. So. Mehr HP ist schön. Finde ich, grüße ich sehr. Okay, hier ist wohl mal was eingeschlagen. Chancenpräventivschlag. Ich nehme die Speereinheit auseinander. So, du auf das Vieh. Und Lulu, du machst zu wenig Schaden, daher Eisra.
Bist du doch tot. So, jetzt kann er auch klauen. Wunderbar. Oh, hi. Oh, you again. You're quite the notorious traitor these days. What's it to you? Oh, you shouldn't take what the Maesters say too seriously. For summoners, destroying sin is everything. We are no tools of Yevon. Understand? Yes. So, are you up to the task? I do not know, but I will do my best. You've got spirit, but you'll need more to beat sin. An Aeon duel. Show me what you're made of. Kämpfen. Excellent. But before we begin, I've just healed your Aeons for you. Let us begin. Okay. Na dann. Wie sehr? Shiva. Choose your Aeon well, summoner. Schwören. Ifrit. Richtig, aber ich mache dann einfach mal Inferno und gut ist. Mal gucken, was ich dann als Belohnung kriege, wenn ich sie besiege. Mit Großzielen im Menü lassen sich die Schadenswerte der Bestie erhöhen. Man kann zum Beispiel der gegen physischen Angriffe schwachen Shiva mehr HP geben. Oder den Geschickwert von Bahamut erhöhen, um Schwächen auszugleichen und Stärken auszubauen. Niedlich. Okay. Attacke. So, dann fühle ich mich mal auf hier. So, friss mal Feuer hier. Gut, Inferno, Feuer frei. Vernichtend. Krieg nach Niederlage. Stop. That is enough. Niemand hat AP, niemand hat Items. Schön. Impressive. Remarkable talent. Traitor or no. You may have what it takes to beat Sin. Take this. You have earned it. Kassiri 30 mal halten. Bestie Seele halten. Thank you. I think you will do just fine. But if you ever feel like you want more training, seek the hidden temple of Remium. I will be waiting there. Farewell. Okay, Remium? Wo auch mal das ist. Da sie jetzt im Besitz der Bestie-Seele sind, können sie durch das Anwenden von Items die Schadenswerte der Bestie erhöhen. Wählen sie die Großziehen. Und danach die gewünschte Bestie. Jetzt werden die Schadenswerte der Bestie angezeigt. Schadenswerte, die nicht erweitert werden können, erscheinen in Grau.
Rechts neben den Statuswerten werden die aktuellen Werte der Bestie angezeigt. Die Angriffskraft von Ixion beträgt 20. Wenn ein Statuswert gewählt wird, erscheint rechts oben das Item, das zum Erweitern benötigt wird. Die Anzahl der benötigten Items variiert je nach Statuswert der Bestie. Je höher der Anfangswert, desto mehr Items werden benötigt. Wenn Sie den gewünschten Statuswert gewählt haben, werden Sie gefragt, ob Sie sich ganz sicher sind. Mit ja wird der Statuswert erhöht. So viel zum Vorgang Großsehen. Okay. Gehe ich jetzt dahin. Speichere und mal gucken, was das für ein Land ist. Hallöchen, ihr Süßen. Was? Das meine ich Versagen? Was meinst du mit Versagen? Welches Versagen meinst du, Lulu? Na toll, vergiftet. Giftkralle geklaut, schön. So, Eis. So, hier aber klauen mal versuchen. Giftkralle haben wir erhalten, schön. Bocker. Oh, das Mistvieh vom Himmel. Okay, Bestie, ja. Zum einen kann ich hier Sachen erlernen. Ifrit, ich würde gerne mal. Was ist jetzt für eine Runde in Schlaf und Stumm und Blind? Oh, cool. Ich würde gerne mal gucken wegen einer höheren Feuerstufe. Feuerer. Ich brauche ja Bomber sehen dafür, okay. Oder Hitzestein, Feuer. Gut. Das heißt, ich sollte hier gegen diese komischen Puddings farmen, um dann Feuer lernen zu können. Kraftquelle. Giftkralle für Bio, okay. Ah. Okay. Großziehen, Bahamut. Ja, mach ich mal. So, kann man auch ein bisschen erhöhen. Erhöhen wir das auch mal ein bisschen. So. Krieg ich ja eh, wenn ich haben will. Alles. Muss nur erhalten. WTF. Father Zook. Long time no see. You are Yuna? You certainly don't look like Mr. Kinnock's murderer. What'd you say? Please, tell us what has happened. Maester Micah just issued a personal order, you know. It said that you and your guardians murdered Maester Kinnock and fled. We are to kill you on sight, or so it says. What of Bavel? Things are calm on the surface, but the depths are turbulent. After the death of Maester Kinnock, Kelk Ronso left Yevon. Convenient. Getting around will be easier with Yevon in disarray. But be careful, my friends. You have been branded enemies of Yevon. You should avoid temples for the time being. Thank you, Father Zook, for your warning. Father, you came all the way here just to tell us this? To tell the truth, I was a little curious to see.
this summoner you are guarding. I hope her pilgrimage goes well. For your sake, too. Thank you, Father. I must be off. I shall pray for all of you. Gibt es einige vernünftige Leute, die nicht blind alles glauben. Gut, kann ich hier einkaufen? Willkommen, Ausrüstung bitte, gucken wir mal. Okay. Finde ich jetzt nicht so prall. Items bitte. Freiwasser, mal was Neues. Zombie und Flug wird kuriert. Das ist gut. Okay. Nicht genug Geld. Oh, ich bin tatsächlich so arm. Möp. Gagazet is Ronso Land, Kimari Home. Hey, we might meet your family. Kimari has no family. Oh, sorry. But Kimari not alone. Sacred Mountain, Gagazet, not changed for 1,000 years. Sacred Mountain. Okay. When I was guarding Zook, I already told you this, yeah? About when I was too into the game to be a good guardian. So, when Father Zook said he wanted out, tell you the truth, I was kind of glad. Zanarkin's right around the corner. So close already. Ach, Zanarkin mit Tee, okay. Muss ich mal beim einen Videotitel bearbeiten. Ich dachte, das wird mit Tee geschrieben. Zanarkin's right around the corner. So. Okay, das hat er schon gesagt. Who was that? Until half a year ago, he was a summoner. Waka and I were his guardians. It's kind of a short pilgrimage. He gave up halfway. Here, on this plain. Now he is a monk at the Bavel Temple. This is my third pilgrimage as a guardian. Father Zook was my second, and my first, well, it ended here too. I've never been to the lands beyond. Okay. Mount Gagazet towers to the north, and Zanarkand lies beyond that. Interessant. Das wusste ich, und da kann ich jetzt hier schon zweimal aufreisen, Mann. Mount Gagazet towers to the north, and Zanarkand lies beyond that. Aber dafür ist sie erstaunlich schwach, dass sie ja schon zweimal gemacht hat. Mount Gagazet Tower. Okay, das hatten wir schon. So, we are officially traitors then. Hey, let them say what they want. It's okay. I'm not worried. Well, maybe just a little. It's so hard not to be. Hey, it's okay to worry. And if it gets too rough, just yell. Yell. Hmm. Okay. I might just do that. Yeah. Na, hoffen wir's mal. I wonder if my father got lost here too. Maybe. With my old man helping him. Maybe I'll ask Sir Orin. Orin? Well, that grouch never tells me anything. That is none of your business. Not that he keeps out of other people's business, you know what I mean? Lol. Just a little farther to Zanarkand.
She's not stopping, is she? Yuna, she's made her decision. But I can't just let her go. We won't have to. We'll save Yuna even if she calls the final Aeon. But how? I'll think of a way. But what if you can't? I'm tired of talking to you. It's always but this, but that. But... Let's think together. Okay. And if we can't think of something, we find another way. Okay. Finde ich gut. This is a toughie. This is a Auron, was hast du zu sagen, hä? Messy. What is? Yevon, Micah and Seymour are not of one mind. Remember what Seymour said last we met. I do not think Micah will concur. If Yevon founders, so will Spira. Okay. Mitteilung von Sid, unserem Chef. Sobald die Reparaturen am Flugschiff abgeschlossen sind, holen wir euch ab. Bis dahin müsst ihr Yuna beschützen. Und wie ihr versagt dabei. So lautet die Botschaft, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, speichere ich hier. Und dann war's das für diesen Part. Ciao und auf Wiedersehen.